Es fehlt einiges an Geld. Viele Investoren wollen jetzt auch ihre Investitionen zurück. Allerdings gibt es jetzt bereits Meldungen, Saudi-Arabien könnte einspringen. Wie glauben Sie denn, wird es weitergehen in der Signa-Gruppe? Naja, ich glaube, es ist keine Zeit für Schadenfreude. Ich lese die letzten Tage immer wieder in den sozialen Netzwerken, dass sich manche darüber lustig machen, dass es René Benko getroffen hat, nicht zuletzt auch deswegen, weil man ihm immer nachsagte, dass eine besondere Nähe, vielleicht auch eine unerlaubte Nähe zu Politikern und Altpolitikern hatte. Das ist das eine, das gehört untersucht. Das andere ist aber, dass es ein relativ großer Betrieb ist, ein Betrieb, der Immobilienwerte von 20 Milliarden Euro hat. Mehr als 10 Milliarden Euro sollen bei Banken aushaftend sein. Und das ergibt für Österreich, aber auch für den deutschsprachigen Raum insgesamt, denn René Benko hat ja auch in Deutschland investiert, eine gewisse Problematik. Denn wenn die Signa zum Schlittern beginnt, wenn die Signa in Richtung Insolvenz rutscht, was passiert dann? Dann passiert, dass die Banken aushelfen müssen, dass die Kredite fällig werden, dass die Kredite ausgebucht werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns zum derzeitigen Zeitpunkt in Österreich oder in Deutschland Banken leisten können, die mehr als 10 Milliarden Euro ausbuchen müssten. Das wäre die doppelte Hypokatastrophe. Das möchte ich nur heute betonen. Daher wäre es gescheit, wenn sich viele Unternehmer, Investoren, Banken hinsetzen würden, um zu schauen, dass wir diese Signa-Gruppe retten. Denn sonst wird am Ende erst wieder der Steuerzahler zur Kasse gebeten und das darf auf keinen Fall sein. Dennoch, einige Investoren möchten jetzt ihr Geld zurück. Ist das genau aus Ihrer Sicht der falsche Schritt? Naja, ich verstehe die Angst. Da haben einige Investoren Millionen, hunderte Millionen, vielleicht Milliarden investiert und sehen sich damit um ihr Lebenswerk gebracht, wenn das Werk den Bach hinunterläuft. Nur Folgendes, die Schuld, die dazu geführt hat, ist relativ eindeutig. Sie trifft die Kleinen im Lande wie die Großen. Nun sehen wir, dass es auch die Großen trifft. Es sind die gestiegenen Kreditzinsen aufgrund der hohen Inflation. Das heißt, die Signa-Gruppe hat günstige Immobilien gekauft, günstig Immobilien entwickelt, weil sie mit relativ niedrigen Kreditzinsen arbeiten konnte. Das ist der erste Punkt. Nun steigen die Kreditzinsen auf 5, 6, 7%. Das ist weder für den kleinen Häuselbauer in Wahrheit leistbar, noch für den großen Häuselbauer. Und das ist in dem Fall der René Benko. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir sehen, dass die Bauwirtschaft massiv zu stottern beginnt. Wir sehen, dass die Bauwirtschaft in eine Katastrophe schlittert. Das trifft dann auch nicht den reichen René Benko, der auf seiner Yacht sitzt, sondern das trifft Tausende, wenn nicht sogar zigtausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vornehmlich Mitarbeiter in der Baubranche. Also man kann sich schon über René Benko lustig machen und über die Signa-Gruppe nach dem Motto, ah, jetzt hat es endlich einen Reichen erwischt. Ich sehe es nur nicht sehr zielführend. An dieser Signa-Gruppe hängen Tausende von Bauunternehmern, kleine Zulieferbetriebe, Baumitarbeiter, die gesamte Baubranche. Es hängen Banken daran, die wir dann als Steuerzahler wieder retten müssen. Das heißt, das ist eine absolut schwierige Situation, wo ich mir wünschen würde, dass die Investoren jetzt in erster Linie nicht um ihr Geld rennen, sondern wirklich schauen, dass dieser Betrieb ordentlich saniert wird. Saniert wird in dem Sinn, dass Immobilien, die nicht mehr entwickelbar sind, abgestoßen werden, dass Kreditverpflichtungen eingehalten werden, dass es hier nicht zu einem Rattenschwanz kommt, der dann erst wieder die Republik Österreich oder die Bundesrepublik Deutschland dazu veranlassen würde, 10 Milliarden Euro Steuergeld für eine Bankenrettung in die Hand zu nehmen, denn das wäre ja das dicke Ende. Erst vor kurzem ist die Meldung hereingekommen, dass Saudi-Arabien hier aushelfen könnte. Ist denn jetzt jedes Mittel recht? Naja, es ist ja auch der österreichischen Bundesregierung jedes Mittel recht gewesen, zu den Mullahs nach Katar zu fahren, um dort das günstige Blutgas einzukaufen, weil sie gemeint haben, dass das russische Gas so blutig gewesen wäre. Noch einmal, Wirtschaft hat selten etwas mit Moral zu tun. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen. Politik hat auch selten etwas mit Moral zu tun, sondern eher mit Heuchelei etwas zu tun. Das ist eben die Wirtschaft, das ist eben die Politik. An einem Tag so, am anderen Tag so. Ob jetzt die Saudis einspringen und die Signa-Gruppe retten,
soll mir recht sein, es kann jede in Wahrheit die Signa-Gruppe retten. Hauptsache, sie ist gerettet und der Steuerzahler wird nicht zur Kasse gebeten. Also ich sehe das komplett unentspannt, wer dann am Ende einsteigt. Faktum ist aber, dass österreichische Investoren einmal mehr und Unternehmen im Übrigen einmal mehr ins Hintertreffen geraten. Und man sieht, dass die österreichische Bundesregierung wirklich alles daran gesetzt hat, die letzten Jahre, um Österreichs Wirtschaftsstandort zu schwächen. Denn wir stehen mittlerweile, was Wirtschaft betrifft, mit dem Rücken zur Wand. Gestiegene Produktionskosten, gestiegene Energiekosten, die Verquickungen an den Energiemärkten, die Sanktionen gegen Russland, nun der Krieg Israel und Palästina, dazu die erhöhten Ölpreise. Also ich würde sagen, das ist das Multiorganversagen der nationalen wie der internationalen Politik.